Österreich, Ende der 1920er Jahre. In mehreren Bundesländern haben sich nach dem Ersten Weltkrieg paramilitärische Formationen gebildet, die bald zu Heimwehren zusammengefasst werden. Diese Heimwehren stehen der christlich-sozialen Partei nahe und werden von österreichischen Großindustriellen und vom faschistischen Italien gefördert und hochgerüstet. Die Sozialdemokratie begegnet dieser Entwicklung mit der Bildung einer bewaffneten Arbeiterwehr, dem Republikanischen Schutzbund. Zunächst als Ordner- und Schutzorganisation für Veranstaltungen gedacht, tritt jedoch bald das Ziel der Verteidigung der Demokratie in den Vordergrund. Die Arbeiterbewegung will den Weg zum Sozialismus friedlich zurücklegen. Die Ordnerorganisation soll dazu beitragen, dass dieser Weg von den faschistischen Wegelagerern freigehalten wird, fasst Schutzbundkommandant Julius Deutsch die Aufgaben der Organisation zusammen. Gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen den politischen Gegnern gehören ab Mitte der 1920er Jahre zum Alltag. Am 18. Mai 1930 bekennen sich die Heimwehren im Korneuburger Eid eindeutig zum ständestaatlichen Faschismus. Unter anderem heißt es da: Wir verwerfen den westlich-demokratischen Parlamentarismus und den Parteienstaat. Kanzler Engelbert Dollfuß, der im Mai 1932 seine erste Regierung gebildet hatte, nützt eine Geschäftsordnungskrise bei einer Parlamentssitzung zu einem kalten Staatsstreich und regiert nach der sogenannten Selbstausschaltung des Parlaments am 4. März 1933 per Notverordnung ohne Parlament. Der frühere Bundeskanzler Bruno Kreisky erinnerte sich später: Es ist natürlich eine unglaubliche Verfälschung der Situation gewesen, denn eine ganz einfache Zusammenkunft der Klubobmänner des Parlaments und der Präsidenten hätte diese Situation wieder reparieren können. Aber man wollte das Parlament nach Hause schicken, man wollte Vollstrecker des Willens Mussolinis, des Diktators des faschistischen Italiens sein, und man wollte vor allem keine Verständigung mit der Sozialdemokratischen Partei haben. Das von Wiens Bürgermeister Karl Seitz verkündete Verbot der Heimwehren bleibt wirkungslos. Schon am 1. Mai 1933 verhindern starke Militäreinheiten den traditionellen Aufmarsch der Sozialdemokraten. Am Vorabend des 12. Februar 1934 erklärt Heimwehrführer und Innenminister Emil Fey: Wir werden morgen an die Arbeit gehen und wir werden ganze Arbeit leisten. Eine Waffensuchaktion der Heimwehr im Linzer Parteiheim der Sozialdemokraten steht am Beginn des 12. Februar, in dessen Verlauf sich innerhalb weniger Stunden ein Flächenbrand ausbreitet, der ganz Österreich erfasst. Zentren des Bürgerkriegs in Wien sind neben den Arbeiterheimen vor allem die großen Gemeindebauten, wie der Karl-Marx-Hof, der Goethe-Hof, der Sandleitenhof oder der Reumannhof. In Otterkring wird das Arbeiterheim massiv unter Beschuss genommen. Am nächsten Morgen ist der Widerstand gebrochen. Haubitzen einer Gebirgskanonenbatterie eröffnen das Feuer auf den Karl-Marx-Hof. In den frühen Morgenstunden des 13. Februar verfügt Innenminister Fey, dass die Wohnhausanlage mit Artillerie sturmreif geschossen werden soll. Nach heftigem Artilleriebeschuss dringt die Polizei auch in den Goethehof ein. Im Sandleitenhof stoßen die Angreifer nur noch auf verängstigte Bewohner. Gleichzeitig wird der Rabenhof beschossen. Und in Floridsdorf dringen Soldaten in den Schlingerhof ein. Als die Heimwehr in den Abtransport der Gefangenen feuert, gibt es weitere Opfer. Die Februarkämpfe dauern einige Tage an. Sie fordern über 1000 Tote und mehrere hundert Verwundete. Etliche Mitglieder des Schutzbundes werden von der Regierung Dollfuß hingerichtet. Unter ihnen der Wachkommandant der Hauptfeuerwache Floridsdorf, Georg Weißel, und der Schutzbundkommandant Karl Münichreiter, der trotz seiner schweren Verletzungen auf einer Tragbahre zum Galgen gebracht wird. Auf den Bürgerkrieg folgt das Verbot der Sozialdemokratischen Partei, der Gewerkschaften und sämtlicher sozialdemokratischer Organisationen.
Wichtige Funktionäre der Partei, wie Otto Bauer oder Julius Deutsch, können ins benachbarte Ausland fliehen. Viele andere werden verhaftet und ins Anhaltelager Wöllersdorf deportiert. Die Opposition ist ausgeschaltet. Am 1. Mai 1934 tritt die Verfassung des austrofaschistischen Ständestaates in Kraft.